Also ich möchte jetzt mein Statement abgeben, was ich von der ganzen Debatte halte. Also die Ausgangsfrage war ja jetzt quasi besser nicht Orgel spielen als schlecht in Anspielung auf diesen Beitrag, der heute auf katholisch.de unter der Rubrik Standpunkt erschienen ist. Und meine Anmerkung ist dabei folgende: Der Befund des Autors, dass in der Peripherie ziemlich miese Musik oft gemacht wird, der ist garantiert richtig. Und wer das bestreitet, der war wohl einfach nur noch nicht in der Peripherie, also ausreichend weit draußen, irgendwo zum Gottesdienst gewesen. Da sitzen manche Leute an der Orgel, da könnte man wirklich im ersten Moment meinen, also ist es jetzt noch Musik oder ist es schon waffenscheinpflichtig, was da von der Empore kommt? Und von wegen Ohrenschmaus und Ohrengraus, da ist wohl das Wort Ohrengraus oftmals dann noch die nette Bezeichnung für das, was da erklingt. In der Peripherie wird bisweilen Musik gemacht in den Dorfkirchen. Das ist echt was, was nicht mehr den Namen Musik verdient. Und das ist echt was, was, wo man sich, ich habe vorhin gesagt, wo man sich nicht sicher ist, ob das vielleicht waffenscheinpflichtig sein sollte, was dort teilweise also vonstatten geht. Ja, oder ob man nicht Warnschilder aufstellen müsste, weil teilweise ist es wirklich grausamer, also grausamstes, unerträglichstes Zeug und dann darf man sich wirklich nicht wundern. So, das ist der Befund, den ich mit den Ausnahmen, die natürlich, also bitteschön, also es gibt genug Leute, die, also ich muss jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, der Orgel spielen kann, dass er es kann, auch wenn er auf dem Dorf draußen als Musiker tätig ist. Also bitteschön, dass wir uns da klar verstehen. Es ist immer schwierig, mit so Generalismen da um sich zu schlagen, weil, naja, ist ja klar. So, aber ich bin sicher, dass in weit über 80% der Fälle es mindestens grenzwertig, wenn nicht unerträglich und auch schlimmstenfalls vielleicht mal unverschämt sein sollte. Also so, dass man, also ich schließe auch nicht aus, dass es hier oder da Leute gibt, wo es vielleicht im Interesse aller besser wäre, ihnen den Orgelschlüssel abzunehmen. Ich glaube aber nicht, dass das wiederum die Mehrheit betrifft, sondern ich glaube, dass bei der Mehrheit, oder wenn wir nach Gründen suchen, warum ist es so? Also ich halte nichts davon, jetzt so zu sagen, oh, die bösen oder die untalentierten Dorforganisten können es nicht, nimmt ihnen den Schlüssel ab. Erstens, der Autor beantwortet nicht im Text die Frage, wer nach der untalentierten Kindergärtnerin sozusagen das Orgelspielen fortsetzen soll, weil man wird im meisten Fall feststellen, dass da überhaupt niemand ist, der das fortsetzen könnte, ja. Und dann muss man sich auch mal erstmal überlegen, wie kommen die Leute überhaupt dazu, die eben diese Orgeldienste verrichten? Und dann ist es oft ganz banal, der Organist stirbt. Die biologische Lösung. Ja, der Organist ist tot, mit 102 oder was, ist er vom Orgelbock gefallen, passiert. Blöd, ja. Und dann steht die Gemeinde da, die immer auf den 102-Jährigen angewiesen war, ja, und hat niemanden mehr. Der aber treu und brav immer da war und jede Taufe, Requiem, Beerdigung, keine Ahnung was, Hochzeit, alles gespielt hat. Ja, weil er vielleicht auch schon seit 40 Jahren in Rente ist oder sowas. Ich überzeichne bewusst, ja. Aber das sind Leute, die im Grunde die Basis unserer Kirchenmusik auf den Orten tragen. So, nur, wie kommen die dann in so einem Fall, wenn er dann mal mit 102 stirbt und dann sozusagen der nächste nachrückt, der dann wieder bis 102 ran muss? Wie kommen die zu dem Job genau aus dieser Situation heraus? Der ist jetzt plötzlich weg. Dann gucken alle, oh, kein Organist mehr. Ja klar, wenn man sich 40 Jahre nicht kümmern musste, wollte, sollte oder sonst irgendwas. Und dann wird irgendjemand also rekrutiert. Ich habe den konkreten Fall erlebt und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich es wirklich gesehen habe. Da hat jemand Keyboard, ja, also ein bisschen Keyboard gelernt gehabt. Ansonsten hat er nichts weiter gemacht. Da ist genau das passiert. Puff, ja, alter Organist ist gestorben. Dem hat man den Packen in die Hand gedrückt, mit sämtlichen Bearbeitungen dieses, also Super Senior Organisten und hat gesagt, so, ab nächsten Sonntag geht's weiter, du kannst doch Keyboard. Schön. Jetzt sind wir ja froh, meinetwegen, dass der ab nächsten Sonntag mit seinen Keyboard-Kenntnissen da spielt. Ja? Und wir sind auch dankbar, dass der das spielt. Und ich bin sicher, dass auch eine tolle, eine Gemeinde, auch mir eingeschlossen im Fall, wenn ich jetzt dabei wäre, sehr tolerant wäre zu erdulden, was der da vielleicht im Zweifelsfall übt,
weil er ja gar nicht anders kann, weil seine Feuerprobe sozusagen nicht, also keine Trockenübung ist, sondern weil die gleich notwendig im Gottesdienst erfolgt, weil ja der Kollege frisch verstorben ist. Das ist noch nicht das Problem. Die Frage ist, was kommt dann? Und das Schlimme ist, dann kommt nämlich häufig nix. Dann steht er da und hangelt sich von Choral zu Choral, ja, übt den einen, übt den anderen von der Hand in den Mund. Ist froh, dass er den nächsten Sonntag übersteht, den übernächsten Sonntag, den drübernächsten Sonntag, dann kommt vielleicht die Verzweiflung, scheiße, jetzt steht Weihnachten an, dann übt er irgendwie so gut es geht, übersteht auch Weihnachten und nach einem halben Jahr ist er so in den Strudel drin, dass überhaupt keiner mehr fragt, ob der mal jemals nicht gespielt hat. Nur, wo bleibt denn da die Fürsorge? Ja, jetzt gibt's häufig dann irgendwie den Fall, gut, dann heißt's, also es gibt ja Bistümer zum Beispiel, die führen dann Workshops durch. Machen dann einmal im Jahr ein groß angekündigtes Kirchenmusikertreffen. Da treffen sich dann alle, singen zusammen die Vesper, keine Ahnung was. Und dann geht es in kleine Workshops und alle kriegen irgendwie einen Schwung Noten ausgeteilt, ein gebundenes Heft, was vom Amt für Kirchenmusik rausgegeben wird. Und in den Workshops lernen sie dann wahlweise irgendwie die Stücke kennen, die in dem Heft sind. Oder lernen, irgendwie machen so Basisarbeit irgendwie, wie harmonisiere ich einen Choral oder ein bisschen was Liturgisches. Alles gut und schön, ja. Aber meiner Meinung nach strukturell völlig defizitär. Weil es ist natürlich gut, dass der Workshop angeboten wird. Aber zu dem Workshop wird doch niemals der Frisch-Keyboarder gehen, der vielleicht gar keine Noten lesen kann oder sich über jede Note erstmal drüber schreiben muss, C, D, E, F, G, A, H, C, ja, oder noch Akkorde irgendwie zusammenbastelt oder sonst irgendwas, der schämt sich so dermaßen, weil er nämlich wirklich quasi nichts kann, dass der niemals zu so einem Treffen hingehen würde. Und ich habe oft genug, im Bistum Würzburg gibt es ja auch so ein Treffen und ich bin auch froh, dass es diese Treffen gibt, ja. Ich habe oft dann solche Leute angesprochen, komm mit, hey, das Bistum tut was für dich, es gibt hier Coaching und so weiter, mach's. Nee, ich traue mich nicht, weil die sind ja bestimmt alle besser und überhaupt, und wenn das rauskommt, wie ich dann da spiele und so weiter, ja, blöd. Ganz einfach deswegen, weil die Klientel derer, die vielleicht noch so viel, also Oberkante haben, dass sie auch sowas mal schön üben können, die bräuchte den Workshop im Grunde gar nicht, also oder nicht im engeren Sinne, weil sie sich sowieso durch das Zeug durcharbeiten könnte. Aber ich rede jetzt von denen, die quasi direkt auf Deutsch gesagt von der Hand in den Mund, ja, irgendwie reingeschlittert sind, weil ich es hier gerade lese im Chat, überhaupt nie angefangen haben mit Pedal zu spielen, weil dazu ist es einfach nie gekommen, also hangeln sie sich da irgendwie durch. Ja, und wen wundert dann, dass das scheiße klingt? Da braucht man doch überhaupt nicht verhandeln. Natürlich klingt es scheiße, aber das kann man dem ja nicht zum Vorwurf machen, weil man ihm nie die Möglichkeit gegeben hat, es zu verbessern. Und jetzt mal, Entschuldigung, die Leute sind ja in der Regel auch berufstätig. Also, was erwarten wir dann, ja? Nein, die Leute werden strukturell einfach also reingestummt und müssen da irgendwie überleben. Ja, das ist wirklich wie ein Nichtschwimmer einfach mal ins Springerbecken reinzuwerfen. Genau, und dann von oben fliegen sie aber munter vom Zehner weiter runter und denkst du nur, huch, ja? Wieder ausgewichen, ja, Gott sei Dank nicht getroffen, ja. So, aber was machen wir jetzt mit den Leuten? Und da wäre mein, und das ist auch mein Hauptkritikpunkt an der hauptamtlich organisierten Kirchenmusik, weil von dieser Sorte Leute kenne ich so viele, die nie einen ordentlichen Orgelunterricht bekommen haben und teilweise mehr als einmal am Wochenende Gottesdienste spielen. Was kann ich denen bieten? Strukturell. Und da ist mein Plädoyer, das war jetzt so ein Vorschlag, den ich heute mal auch in die Runde geworfen habe, wenn Leute nicht für das reguläre Orgelunterrichtsprogramm in Frage kommen. Und der mündet dann mehr oder weniger schnell in den C-Kurs, das heißt in das Prestigeobjekt oder in das Prestigeprojekt, mit dem sich dann auch sämtliche Hauptamtliche übrigens völlig zu Recht schmücken dürfen und sagen, wir haben wieder 10 Leuten zum C-Schein ausgebildet oder zum C-Musiker ausgebildet, die haben über 2, 3 Jahre wirklich stramm geackert, 10 Stunden pro Woche, was viel ist nebenbei, muss man wirklich sagen, haben schwere Prüfungen abgelegt in allen möglichen Fächern von Orgel, Singen, Dirigieren, Gregorianik, keine Ahnung, Tonsatz, Gehörbildung, also da kommt wirklich das komplette Programm.
und geben dem ein Zertifikat und zeigen so, dass er dies und jenes eigentlich können müsste. Bravo, tolle Sache, wirklich, keine Frage, ja. Aber was passiert abseits dieser Prestigeprojekte? Und ich sag's euch klipp und klar, ich habe eine Aussage von einem Diözesanmusikdirektor gehört, er hat gesagt, er ist verantwortlich für oder ihm unterstehen 2000 ehrenamtliche Organisten, die er alle zu betreuen und zu sonst was hat. Ja, und wenn man dann mal genauer nachschaut, kalter Kaffee, ja. Also auch bei mir ist bisher so nie jemand dieser Art vorbeigekommen und hat gefragt, ob ich was brauche. Also betreut worden, in diesem Sinne bin ich jedenfalls nicht, die letzten 16 Jahre zumindest nicht, ja. Und wenn man sich so Land auf Land ab umhört, habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass da irgendwie die Ämter für Kirchenmusik, egal übrigens jetzt mal in welcher Region, da sonderlich dolle irgendwie an der Basisarbeit tätig sind. Und da wäre meine Forderung im Grunde, dass wenn jemand zum Beispiel nachweisen kann, dass er 2, 3, 4, 5 Jahre schon also regelmäßig spielt, Gottesdienste spielt, dass man ihm ein Coaching anbietet, nach Möglichkeit auch kostenlos. Ich bin der Meinung, dass sowas bezahlt werden müsste. Ein Coaching und ich würde vorschlagen, 12 Orgelstunden pro Jahr. Das ist eine pro Monat im Schnitt. Ja? Und dass jeder, der regelmäßig Orgel spielt, da kann man auch festlegen, das müssen meinetwegen mindestens 30 Gottesdienste im Jahr sein oder sonst irgendwas, ja, bekommt 12 Orgelstunden im Jahr vom Bistum gestellt, ja, und in diesen Orgelstunden wird nichts anderes gemacht als Coaching, praktische Anwendung für den Gottesdienst, ganz konkret, am besten vor Ort an der eigenen Orgel zu gucken, wie ist die Situation in der eigenen Gemeinde, was können die, was gibt es für Potenzial, was kann man vielleicht entwickeln, andenken und so weiter, wirklich individuell und dann hergehen und mit dem Organisten irgendwas erarbeiten, was da wirklich handfest hilft. Und es sind im seltensten Fall irgendwelche Bizinien oder Präludien, ja. Und wenn ich das sehe, ich habe es erst jüngst wieder den Fall mitgekriegt, wie viele Leute einfach denkbar schlecht improvisieren. Und zwar auch nicht, weil sie es nur nicht können, sondern auch, weil sich hauptamtliche Lehrer zuhauf weigern, es zu unterrichten. Und ich verstehe es einfach nicht. Ja, was nutzt es mir, wenn ich das 37. Bizinium rauskotzen kann, ja, und den 35. Samuel Scheidt und irgendwie, was weiß ich, Frescobaldi, ja? Nichts gegen Samuel Scheidt und Frescobaldi, aber es hat für den praktischen LO-Bereich, also liturgisches Orgelspiel in der praktischen Anwendung an der Basis in der Kaffgemeinde von der Erzieherin pensionierten Alters keine Relevanz oder quasi keine Relevanz. Es ist im Grunde einfach vergebene Liebesmüh, weil ich kann ja auch dieses 37. Bizinium ja jetzt nicht jeden Sonntag verbraten, ja, auch wenn ich dann mitkriege, dass es andere machen, ja. Also ist es doch gescheiter, den Leuten einen Bausatz an die Hand zu geben, wie sie zum Beispiel als erstes schön ihre Choräle aus dem Orgelbuch spielen, ja, dass sowas einfach mal steht, wie man ein einfaches Spiel machen kann, ja, welche, vielleicht auch da welche Sekundärliteratur es gibt und so weiter und so fort, das möchte ich ja gar nicht alles bestreiten, ja. Also, es muss eine klare Reihenfolge geben. Die heißt, ich würde erwarten, dass jemand als erstes fehlerfrei einen Choralsatz spielen kann. Ob er den jetzt sehr frei harmonisiert oder nach Orgelbuch ist erstmal völlig wurscht. Da würde ich die Methode nehmen, die schneller geht, was halt jemand besser kann. Ja, dann ist zu organisieren, wenn er den Choralsatz kann, dass er ein anständiges Choralvorspiel hinkriegt oder zumindest weiß, wie er sich's daraus zusammenbaut. Denn das Vorspiel erst zu üben macht keinen Sinn, wenn er hinterher das Lied nicht spielen kann. Das ist doch irgendwie logisch, ja? Also übe ich erst das Lied, denk mir dann ein Vorspiel aus und in Gottes Namen, dann sind's halt einfach die ersten drei oder die letzten drei Takte. Das ist doch schon wieder ein Luxusproblem. Und wenn das alles steht, dann kann ich mal überlegen, ob ich vielleicht noch ein Bizinium, ein Präludium oder sonst irgendwas mache, um zu gucken, wie kriegt man jetzt noch den perfekten Gottesdiensteinstieg hin. Und wenn wir dann noch Luft haben, dann können wir uns auch unterhalten, wie man eine Weihrauchinszenz irgendwie inszeniert. Und auch das kann man erarbeiten. Das ist jetzt der Nix, was sozusagen erst irgendwie an C-Schein oder was bräuchte. Das ist alles stupide handwerkliche Arbeit, ja.
Und das ist alles Arbeit, um die sich die Leute reihenweise drücken, weil es natürlich viel einfacher ist, die Orgelschule auf Seite 7 aufzuschlagen und Stück 37 zu machen, danach Stück 38, weil ich das mit den anderen 37.000 Schülern vorher auch schon so gemacht habe und weil ich die im Schlaf kann und weil ich da natürlich nichts vorbereiten muss als Lehrer. Wenn ich aber auf meinen Schüler individuell eingehe, muss ich mich halt dummerweise auch vorbereiten und das ist anstrengend, das verstehe ich ja, aber in Gottes Namen dafür werdet ihr ja bezahlt. Und Orgelstunden sind subventioniert oder was oder nicht, auch nicht ganz billig. Davon könnte man schon erwarten, dass man sich so ein bisschen zumindest ins Zeug hängt. Ja. Auch da möchte ich bitte sagen, es gibt ganz viele ganz tolle Lehrer, die das bestimmt alle ganz anders und ganz vorbildlich machen. Bei denen entschuldige ich mich in diesem Moment, ich habe sie nicht gemeint. Aber irgendwo müssen ja die ganzen Zuschriften auch herkommen. Leute, ich steuere bei YouTube auf die 10 Millionen Klicks zu. Und auf die 9000 Abonnenten oder keine Ahnung was, ja. Die kommen nicht aus dem Off. Die kommen nicht, weil es keinen Bedarf gibt. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Wer behauptet, dass diese Arbeit nicht notwendig ist, der versteht nichts von Mathematik. Oder von Logik oder von sonst irgendwas. Ja. Also tut bitte nicht so, als sei es meine Schuld gewesen. Geschätzte Kollegen. Ja, also von daher, dass da strukturell einiges im Argen liegt, ist offenkundig. Dass man offenkundig keine Bereitschaft hat, substanziell dafür Geld in die Hand zu nehmen, ist logisch oder eine notwendige Folge. Ja, da gibt ja eins das andere. Und deswegen gibt es keine Betreuung. Genauso auch, wenn du mal einen C-Schein hast, dann fliegst du auch aus allen Förderprogrammen raus. Dann bist du sozusagen attestiert gut und damit nicht mehr förderungswürdig. Weil du ja sozusagen dann Freischwimmer bist. Ist ja auch ein Stück weit so. Aber dann dümpel ich halt als C-Organist dann die nächsten 100 Jahre auch auf meinem Niveau rum. Ich sehe es ja an mir selber. Ich selber habe weiter, also die letzten Jahre, keinen Orgelunterricht, nicht weil ich nicht gerne einen gehabt hätte, sondern weil ich mir schlichtweg nicht leisten kann. Was allerdings halt da jetzt dran liegt, dass also ich zumindest dank Vordiplom und Co. ein gewisses Niveau habe, wo halt auch nicht, also, wo es auch nicht bei jedem sinnvoll ist, dass er jetzt mit mir Unterricht macht, sage ich jetzt mal. Ja. Und Leute, bei denen das sinnvoll ist, da gibt es das halt nicht für ein Appel und ein Ei. Aber ich hätte durchaus Bock, mit jemandem, also auch an meinem Zeug mal konstruktiv arbeiten, so also zu arbeiten und mir auch mal durchaus auf die Pfoten hauen zu lassen, ja. Aber das ist halt in einem Studentenbudget nicht drin. Also, meine Güte, muss ich halt auf Orgelunterricht verzichten. Ist dann halt so, sehe ich aber auch, weil sozusagen meine Suppe auch ein Stück weit Suppe ist, wie sie halt ist. Ja. Von daher, und das kann man ja jetzt adaptieren, das spielt überhaupt keine Rolle, auf welchem Niveau das Ganze stattfindet. Aber wer sich beschwert, dass das Niveau der Kirchenmusik flächendeckend unterirdisch ist, was, wie gesagt, stimmt, der muss nicht bei den Leuten oder darf nicht bei den Leuten ansetzen, auch nicht mit dem Blumenstrauß, so von wegen, war schön, geh jetzt bitte. Sondern derjenige muss hergehen und strukturelle Antworten formulieren, wie dieses Problem in den Griff zu kriegen ist. Und das heißt für mich als erstes, also erstmal Organisten gescheit bezahlen, das hat man ja vorher schon gehabt. Evangelischen sind ausgenommen, das ist ein katholisches Problem. Und zwar hauptamtlich wie? Und hauptamtlich normal, ich meine jetzt sind keine Domkirche und keine Ämter für Kirchenmusik, sondern die dann halt irgendwie 7 Dorfgemeinden oder was, Seelsorgeeinheiten betreuen, ja, und die Basisarbeit machen. Ja. Und vor allem Zwischen- und Nachbetreuung leisten, was für mich heißen würde, zum Beispiel jedem Organisten, der aktiv im Kirchendienst unterwegs ist, 12 Orgelstunden pro Jahr zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, unentgeltlich, in denen individuell bedarfsorientiert gearbeitet wird. Ja, und dieser Gruß richtet sich dezidiert an sämtliche Ämter für Kirchenmusik, die es in Deutschland gibt. Und ich lasse mich auch gerne belehren darüber, wenn irgendwo ganz tolle Strukturen da sein sollten, die zum Beispiel sowas beinhalten oder was für Strukturen da sind, schreibt's mir. Ja, auch gerne von offizieller Seite, lingualpfeifert.gmx.de.
Schreibt mir, dass das alles völlig zu Unrecht ist, weil es bei euch alles ganz toll läuft und ihr alles super im Griff habt. Ich werde es veröffentlichen, garantiert. Mit einer Entschuldigung meinerseits, dass ich diesem einen Fall Unrecht getan habe. Habe ich überhaupt kein Problem damit, aber ich möchte wissen, was mit den übrigen Fällen ist. Ja, und falls jemand an Kooperation interessiert ist, ich bin da.